bin Christina Spreer und ich bin ein De Niro Girl. Das war eigentlich eine ganz lustige Geschichte. In Herning waren wir nach der ersten Prüfung, hatten wir danach einen Tag frei und dann sind Fabi und ich ein bisschen feiern gegangen. Und ja, am nächsten Tag stand dann in der Zeitung, die De Niro Girlies, Fabi und ich waren ordentlich oder haben uns schon mal für die Kühe eingegroovt. Und das war eine ganz lustige Geschichte. Spaß haben und zielstrebig sein, diese Mischung macht's. Also ich wollte immer reiten. Natürlich sind wir da irgendwie reingewachsen. Mein Papa war sehr pferdeinteressiert, mein Opa war früher Reitlehrer im Krieg. Und das war, dass man da schon reingewachsen ist, aber auch meine Schwester Tanja, wir waren eigentlich von Anfang an, eigentlich, wenn wir Schule aus hatten, eigentlich nur auf dem Pferd. Abschalten heißt für sie eine Runde drehen. Ach, das ist für mich eigentlich einfach ein Ausgleich. Wir wohnen in Dinklage, da gibt es einen ganz tollen Burgwald und da ist ein Wald, da kann man wirklich super laufen. Ja, und das mache ich für mich einfach als Ausgleich, wenn ich mal Zeit habe oder wenn ich mal sehr schlecht gelaunt bin, dann geht's eine Runde in den Wald und dann geht's auch wieder. Ihre ganz persönliche Erinnerung an die Olympischen Spiele in London, ein Foto mit Sprintstar Usain Bolt. Ja, das war ein Traum. Traum ist da in Erfüllung gegangen. Das ist, da denkt man immer wieder gerne dran zurück. Das war ein gigantisches Erlebnis für alle, glaube ich. Wir waren ein super tolles Team. Das hat unser Team, glaube ich, auch ganz besonders ausgezeichnet, dass wir uns super verstanden haben. Hat Spaß gemacht. Und dann natürlich noch die Silbermedaille. Was will man mehr? Lust auf Rio? Lust immer. Ja, ist ein langer Weg, aber ja, wir arbeiten dran. Christina Spreer, sie hat verstanden. Ja, ist eigentlich ein ganz banaler Satz, aber ist eigentlich ohne Fleiß kein Preis. Das war eigentlich immer so mein Motto.